Abend, Leute, Alex, ja, Globalagier, beziehungsweise Abend ist falsch, ein- und Nachtsammler, also Nachtleute, für manche guten Morgen, Leute, Alex, ja, Globalagier. Kurze Ansage, ich werde euch nicht zu viel eurer Zeit rauben. Ich trage gerade den Globalagier 24/7 Standard Plaid Carrier, denselben, der uns in der Ukraine, in Lateinamerika gute Dienste geleistet hat und ich bin mir sicher, sehr gute Dienste auch in Israel leisten wird. Wir haben von diesen Plaid Carriern, die ich jetzt gerade anhabe, haben wir 50 Stück in Berlin zur Selbstabholung oder zum Versand übrig. Das sind Plaid Carrier, die sind komplett umgetragen. Wir haben für, also pro Mann haben wir zwei Plaid Carrier machen lassen, als einen zum Tragen, einen als Ersatz. Die Ersatz-Plaid Carrier wurden nie benutzt, sie sind komplett umgetragen, weil die eigentlichen Plaid Carrier komplett alles ausgehalten haben, was wir denen zugemutet haben und auch mehr. Also die Ersatzdinge haben wir nie gebraucht, dementsprechend die könnt ihr jetzt haben, neu umgetragen. Ich werde mich möglichst kurz halten, das Ding hat viele Features. Ich werde gucken, dass ich euch die alle möglichst schnell erkläre. Also ganz kurz zu den Features. Das Ding hat 50er Nylon, 1000er Cordura, natürlich armierte Fäden. Hat UM Military Buckles, das sind Stanag Plastexes aus Polymer. Die Temperaturwerte könnt ihr googeln, sind allerdings dieselben, die auch also bei der US Army auf die Ausrüstung aufgelegt werden. Angezogen, ausgezogen, ganz normal Kamba-Bands und dann eine feste Platte an der Seite. So, jetzt habe ich den aus. Wir sehen hier also atmungsaktives Material, das ist also ein gesamter Plaid Carrier vernäht. Also selbst bei hohen Temperaturen ist der Plaid Carrier wunderbar komfortabel zu tragen. Wir haben hier auch, ich weiß nicht, wie gut man das sieht, aber der ist also sehr gut gepolstert hier auch. Wir haben hier einen Slingback, da komme ich gleich zu. Wir haben hier, um die Platte abzuwerfen, einen Nylon-Boot und natürlich können wir den auch wegmachen, sodass also nicht mehr. Wir können auch die Plattengröße verstellen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine M-Platte. Das wäre jetzt im Moment 2 Zoll weiter runter, ist eine L-Platte. So, haben wir hier 2 Zoll und haben eine L-Platte. Machen wir wieder zurück. Moment. So, ganz normal wieder auf M. Ich packe jetzt hier weiter die Standarddinger, das ist natürlich schwer, aber soll unbedingt vom Review arbeiten. Größenverstellen wird auch super einfach. Einmal dran reißen, fertig ist die Größe eingestellt. Wir haben hier auch einen Gummi drin, einen Gummizug, damit der Plaid Carrier, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber damit der Plaid Carrier auch beim Laufen mitgeht. Und wir haben also ein Maximal, ein Endpunkt, ein Maximalzug dran. Kamba-Bands so. Werden natürlich SK1 und 2 Schutzhelm des Material, das Weichballistik reinbekommen. Hier natürlich die Patches für je nachdem von welcher Einheit ihr seid. Hinten haben wir die Evakuationsschlaufe, die ist einmal fest. Und wenn man die einmal hochreißt, natürlich mal auf der Seite, die Evakuation schwer. Wenn man die also nicht festmacht, dann wird bitte. So, wenn man die nicht festmacht, dann hat man da hinten also zwei Velcros für, wo man Polizei oder was auch immer auftreten kann. Okay. Wir kommen mal zum Partytrick von diesem Plaid Carrier. Und zwar ist der Unterschied zwischen dem Global AG 24/7 Standard Gen 2, das ist der Gen 2 und dem Gen 1, dass der hier nämlich eine multifunktionale Tasche hat. Ich kann sie natürlich als ganz normale Tasche verwenden. Ja. Kann Sachen reinmachen, rausmachen. Ich kann das zuklicken, fertig. Magazine zum Beispiel, wenn ich mir keine Magazintaschen parat habe. Ich kann natürlich auch hier einmal von unten das Velcro komplett fixieren. So. Entschuldigung übrigens für das Areal, also das ist ein Bürogebäude mit einer Nacht. Also ich kann das hier einmal fixieren. Dann geht das hier nicht nutzen, sondern dann kann ich hier solche Magazine auf die Schnelle reinschmeißen. Ich habe es meistens offen abgetragen. So, dann haben wir hier hinten zwei Begrenzer, das ist einmal die komplette Schlaufe hier. Ja. Wir haben hier auch eine Panzernaht, also die ist zickzackförmig genäht worden. Und also wir sehen auch, wenn wir hier was ordentliches reinmachen, das geht auf keinen Fall auf. Aber das geht dann auch, weil von hier hinten den Velcro-Sandwich, der diese Schlaufe hier darstellt, einmal nach oben umknicken. Hier, dann ist er nämlich nicht mehr im Weg
Jetzt haben wir zwei Reißverschlüsse im Moment. Noch frisch, der hat noch. Machen wir hier auf, haben wir hier Platz für eine Karte, für ein Tablet, für ein Handy, was auch immer. Wir haben hier Schlauch drin für verschiedene Tabletgrößen, verschiedene Handygrößen. Bis zu 7 Zoll passen hier rein an Tablets. Samsungs sind ja die meistverbreiteten, gerade auch unter Airsoft dann. Übrigens sehr gut geeignet zum Airsoft einmal kaufen und nie wieder nachkaufen. Die Schlaufen können wir an jedes Handy. Bei mir ist es jetzt ein Sigma IP68 oder was. Das passt hier wunderbar rein. Unter die Schlaufe mit den beiden Ecken oben festgemacht. Moment, die eine ist nicht ganz fest. Und zack, oben rüber und hier rein. Fertig, bombenfest. Zack, an. Kann ich hier alles, was ich brauche, habe ich hier drauf. So. Wenn ich es nicht mehr brauche, zack, einmal zu. Ich kann die Reißverschlüsse zumachen, kann sie nicht zumachen, je nachdem wie. Es hält hier trotzdem alles sehr gut mit dem Velcro. Wie gesagt, Velcro kann ich auch deaktivieren. Dann geht es einfach nur auf und zu. So, Reißverschluss wieder hoch. Auch manuelles Kartenmaterial oder wasserfeste Schreibblätter, sagen Stiften, passen alle wunderbar rein. Zum Beispiel auch das UV, Morphane UV 5. Das haben ja sehr viele auch im Airsoft-Bereich zum Beispiel. Natürlich ist der Black Carrier trotzdem ein professioneller Militär-Black Carrier, beziehungsweise allgemein Polizei, Militär, solche Applikationen. Allerdings weiß ich in Deutschland ganz, die meisten wahrscheinlich zuerst auf Zwecken kaufen. So UV 5 mit Kopfkern, ohne Kopfkern, je nachdem, was man hat. Man hat hier die Sling Guides, beziehungsweise die Antennen Guides und für die Trinkschläuche. Und kann wunderbar von alles ran. Geht trotzdem alles auf. Zack, dann hier wieder rein und alles wieder zu. So. Ein paar relativ schnelle Handgriffe und man hat sein Zeug alles wieder beisammen. Klar kann man außen immer noch Mac-Pouches, bis zu 3 Mac-Pouches aufhängen. Okay, kommen wir mit zum wichtigsten Punkt überhaupt, das ist nämlich die Evakuation. Die Schnellabruffunktion, nehmen wir an, wir kriegen hier eine API rein, in die Platte, hält es ab, aber das Ding wird einfach nur heiß, weil es zischt und na dann, das ist natürlich nicht das Beste von der Welt, sondern eine Phosphorkugel. Tracer, was weiß ich, haben wir 2 Möglichkeiten. Wir haben hier Schlaufen, einmal links, einmal rechts. Können wir entweder links oder rechts abwerfen. Eine Sicherung haben wir hier. Oder wir können auch die beiden Schlaufen in der Mitte verbinden. Das geht auch in dieser Art und Weise. Lassen sich einander ankletten. So hier. Und wenn wir jetzt dann ziehen, haben wir beide Schlaufen in der Hand. So, es besteht auch die Möglichkeit, die Schlaufe hier einfach reinzumachen. Das ist das Einfachste, da kommt man am leichtesten ran. Aber dadurch kann auch der Abwurf aus Versehen ausgelöst werden. So, und zwar wäre das dann hier so. Ich benutze immer die Möglichkeit mit der Schlaufe hier, Daumen rein. Und ich mache das hier zurück. So wie es war, damit auch alles schön symmetrisch ist. So. Also Daumen hier rein. Ja. Den hier, diese Sicherung hier. Ich mache ja mal eben zu, diese Sicherung hier aufmachen oder auch nicht, das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Wenn ihr die Zeit habt, macht ihr sie auf. Aber wenn ihr ein bisschen mehr dran reißt, geht es auch mal rein auf. Jetzt haben wir hier 2 Stufen. Die eine Stufe, das wird jetzt einfach mal einmal zack, knacken. Das ist die, sozusagen der Anzeiger. Wir wissen, okay, die Weste ist dabei, sich auszuziehen. Nehmen wir mit bleiben im Fahrzeug hängen oder irgendwo in einem Waldgebiet oder was weiß ich, ein Stück Metall hängen. Dann wissen wir, oh, wenn ich jetzt weiter laufe, zieht sich die Weste runter. Und wenn ich jetzt weiter ziehe, dann löst sich der Camperband, löst sich die Schulterschnalle, löst sich alles einfach hier von der Weste weg. Ich zeige euch jetzt, wie man die wieder zusammensetzt. Das ist also wirklich kinderreich. Okay, die Schlaufe haben wir jetzt rausgelöst. Wenn wir die mal einmal hinlegen, sehen wir, das ist im Grunde ein T-Stück. Ja. Mit hier also Kunststoff eingenäht an den wichtigsten Stellen. So, die Schlaufen, die den Black Carrier am Körper halten, sind auch mit Kunststoff versehen und haben hier unten eine kleine Schlaufe, die interagiert mit dem Molly-System. Heißt, wenn wir also den hier wieder zusammenbauen wollen, alles was wir tun müssen, ist einmal Feldzug, Feldzug. Zack, einmal so rein. Ich mache es gerade einhändig, weil der Kollege mal eben telefonieren muss. So, zack. Da rein, Momentchen. Einhändig ist wohl
doch nicht das Beste, nicht das Gelbe vom Ei. Zack, also wir sehen, wir haben das hier durch das Molly durch, dann durch den Cumberland, dann wieder zurück ins Molly. Und zack, holen wir an der Stelle hier wieder raus. Und es ist also bombenfest. Der geht nicht ab, der zieht sich nicht aus. Aufgrund dessen, dass hier die Zugkraft im 90 Grad Winkel verteilt ist, ziehe ich von der Seite hier, zieht er sich natürlich wieder aus. Das ist auch der Trick beim Schnellabrufsystem. So, lassen wir den Cumberband für die Weitballistik lassen wir komplett einmal raus. Wir bauen den mal als Jumper zusammen, das ist nämlich das Einfachste. So, dann geht das Ganze hier so einmal rein. Zack. Ach ja, übrigens können wir auch den Abwurf deaktivieren, indem wir nämlich die Schlaufen hier so reinmachen und dann die Abwurfschlaufe damit dazwischen. So, jetzt haben wir hier an der Seite im 90 Grad Winkel, ich ziehe mal volle Karacho, geht nichts. Ziehen wir von der Seite, geht da wunderbar ab. Genau das, was er auch tun soll. Er wird sich beim Tragen niemals nach außen hinziehen. Er wird immer nach vorne wollen. Okay, wir haben das Teil jetzt mal ohne Cumberbands zusammengebaut. Ein wichtiges Element, was wir hier sehen, ist der Medic, wenn ich getroffen wurde und falle zu Boden. Ohne mich umzudrehen, nachdem er mich von unten abgetastet hat, kommt hier hinten an Schnellabwurfsystem ran. Oder auch hier. Wie gesagt, wir können es auch komplett deaktivieren. Wir können auch komplett ohne diese Schlaufe einfach die Weste zusammensetzen. Da hat sie einfach kein Schnellabwurfsystem. Das ist je nachdem, wie ihr es haben möchtet. Ihr könnt auch dadurch, dass ihr zum Beispiel eine von den Plastikdingern drin lasst und dann die Schlaufe hier durchmacht, könnt ihr zum Beispiel den Zug, der sich auf die Schlaufe ausüben muss, um sie zu lösen, erhöhen. Ja, das ist also komplett euch überlassen. Okay, also haben wir jetzt hier einfach ohne die Cumberbands, das ist hier eher für Paratrooper geeignet, Fallschirmspringer. Die anderen waren eher für Polizei, also Cumberbands für Polizei, Militär, PFC. Und wir haben trotzdem das Abwurfsystem und wir haben natürlich immer noch die Fastbacks. Das heißt, wenn ich in Panik den abwerfen muss und habe vergessen, dass ich ein Schnellabwurfsystem habe, zack, einmal wieder dran, dann ist die Weste ab. So, jetzt haben wir. Wir wollten den Einheiten diese Möglichkeit hier nicht nehmen, deswegen haben wir Fastexes reingemacht. Ich weiß allerdings, das ist eine Kontroverse. Fastexe können brechen, gerade bei Temperaturen von minus 30 bis minus 40 Grad, bei längeren Zeitraum werden die Spröde brechen. Wir haben eine Lösung für das Problem. Das haben wir hier. Einmal einen Überbrücker, den packen wir hier runter. Zack, die Weste ist genauso sicher wie vorher und der gebrochene Fastex spielt keine Rolle mehr. Das sieht trotzdem nicht auf. Ich möchte daran erinnern, ich habe hier eine Panzerplatte drin, eine aus Stahl, eine sehr schwere und das Ding, trotz des hohen Gewichtes, also benimmt sich wunderbar genau wie es soll. Das war's heute erstmal mit dem Blade Carrier. Ein kurzes Feature noch. Während ich diesen Sling Guide nicht, diesen Überbrücker nicht brauche, ist der hier mein Sling Guide. Ich mache hier meine Sling fest, ja, der guckt dann hier raus und dann habe ich das Gewehr an der Weste so hängen. Und wenn ich am Ertrinken bin, mit einem Zug, fallen halt Gewehr und Weste sinken und ich bin halt mindestens am Leben. Auch mit den Kamerabands, um mal kurz zu erwähnen, mit der Weichballistik trotzdem ans Holz, da kommt man wunderbar an. Gürtellinie ist unterhalb der Weste und die Weste beschützt halt die wichtigsten Organe. Also mir gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ausnahmsweise die einmalige Möglichkeit, ein patentiertes, hochqualitatives Produkt zu erstellen. Da sind also mehrere Systeme dran patentiert. Und diese Westen nehmen wir nur für uns intern. Das konnte nun keiner wissen, weil das also das erste Mal ist, dass wir sie verwendet haben, konnte keiner wissen, dass die Dinger so gut halten, dass wir die Ersatzwesten nicht brauchen. Das heißt, 50 Stück könnt ihr kaufen, danach werden wir die nicht mehr kaufen können, weil, wie gesagt, wir verkaufen die nicht kommerziell, sondern normalerweise nur für interne Zwecke. Okay, Leute, dann schreibt uns per E-Mail und, oder per Facebook oder per anderen Social Networks und dann könnt ihr eine haben.